Einen wunderschönen Mittwochnachmittag wünsche ich euch. Wie ist eine... Tada! Genau. Juhu! Schönen guten Tag. Ja, hier ist der Paul und der Marc. Hallo. Mit einer kleinen Sendeplanänderung. Mit einer kleinen Sendeplanänderung, richtig. Genau, wie ihr jetzt nämlich gerade seht und hört, sind wir jetzt am Mittwoch da für euch. Mittwoch, 12 Uhr, müsste es jetzt aktuell sein. Alter, bei Werner am Hof kann man echt nicht fahren, hey. Kannst du auch nicht, das ist absolut schlimm. 15 FPS. Dazu die Gemeinderadefolge, die eigentlich heute kommt, sag ich mal, kommt dann jetzt am Freitag. Ich glaube, um 5 Uhr morgens, glaube ich. Also die ersetzt sozusagen die Holzer-Folge. Oh, Simon! Ja. Das war knapp. Das dazu. Aber ich glaube, da wird der Werner bestimmt gleich auch noch was zu sagen. Gehe ich mal von aus. Bestimmt. Heieiei. Sorry, Paul. So, warte mal. Jetzt wollen wir mal gerade gucken, wo wir Sonne verkaufen. Ach, gibt ja nur einen Platz. Lantern. Die haben ihr komplettes Feld zerstört. Das ist so lustig. Wer? Die Schadenfreude muss ich jetzt mal kurz rauslassen. Ja, mach doch. Boxer ist, ich glaube, beim Kalken durchs Feld durchgefahren und hat auf dem Unimog Pflegereifen drauf gemacht. Ja. Dass der Streuer aber keine Pflegebereifung hat, hat keiner bedacht. Auch nicht schlecht. Übrigens, für dich nochmal zur Info, unsere Sämaschine kann Fahrgassenschaltung, ne? Wenn du mir erklärst, was das ist, dann weiß ich auch, was das ist. Du hast denn echt sogenannte Fahrgassen drin, wo du ungesät lässt, dass du mit der Spritze durchfahren kannst und so weiter. Ja. Und das kann man im LS auch machen, dann wird da halt nicht gesät in den zwei Reihen. Aha, okay. Deswegen sah unser Feld so komisch aus. Ah, ich hatte mich schon gewundert, ich denke so, hä, bin ich jetzt zu blöd zum Ansehen, ja. Ne? Das geht mit Komma rein und raus. Ah. Muss mal im F1-Menü schauen, falls du dazu kommst. Ja, okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. So, ich fahre jetzt mal zum Landhandel. Aber es ist echt angenehm zu spielen jetzt mit kaum Lecks noch, ey. Wahnsinn. Nach wie vor am besten läuft es auf der BGA oben. Ja, das glaube ich, das ist auch nichts los. Und am schlechtesten läuft es bei Werner am Hof. Ja. Was geht denn da im Discord schon wieder ab? Keine Ahnung, ich sehe. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Weiß ich nicht. Ah, irgendjemand schreibt mich an. Ich bin es nicht. Nee. Sonnenblumen, 12.000. Ist aber auch relativ schwach. Das Feld war, glaube ich, ungedüngt, ne? Ja, war's. Du hast vorne das Dreieck dran, ne? Ja. Schade. Hättest du gerade den Aufsatz für die Sämaschine mitbringen können? Den Maisaufsatz. Dass wir den auch endlich mal haben. Was ich mir tatsächlich schon mal überlegt habe, war die Überlegung, ob wir uns so eine zweite von der Sämaschine kaufen wollen. Zweite? Ja, die Nachfrage wird nicht weniger. Puh. Dass wir unsere kleine verkaufen, zweite von der nochmal. Ja, wollten wir unsere zweite eh nicht verkaufen? Korrekt, aber ich würde sie so lange da lassen, weil die geht ja nicht kaputt. Nö, klar geht sie nicht kaputt. Wenn wir es mal wirklich stressig haben, können wir trotzdem noch mit zwei ansehen. Ja. Guten Tag, Werner. Hä? Also. Ja, er ist mir gerade fast vor den Trecker gefahren. Na, gut. Auch nicht schlecht. Die andere Sache wäre natürlich, wenn wir zu viel Silage verkaufen. Was ist denn da? Hoppala! Jetzt haben wir die Leitplanke. Das kannst du ja vergessen. Ah, da. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Ja. Ich hab schon überlegt, ob wir einfach drauf sparen und Werner Feld 4 wegkaufen. Eigentlich müsste man sich den Spaß geben. Ich hab dir eh überlegt, ein neues Feld mitzukaufen. Das fänd ich so lustig.
Ja, wir müssen unbedingt Feldfläche kaufen. Ja, wir haben zu wenig, eindeutig. Guck mal, da steht der Simon. Das ist Fakt. Im großen Anhänger. Ja, Simon ist auch am Verkaufen. Ja. Das Problem ist, die Flächen bei uns um den Hof kosten alle so arschviel Geld. Das ist echt übel. Kosten immer gleich 250.000, 300.000. Ja. So, warte mal, ich bin da verkehrt. Das fände ich halt echt lustig. Hast du den Drescher repariert? Nein. Ja, dann muss ich dann nachher noch. Hallo. 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 Ich habe eine Frage. Ja. Und wir eine Antwort. Habt ihr eigentlich eine Abrechnung gemacht? Von was? Von dem, was wir gemacht haben, von dem, was ihr gemacht habt. Für uns. Noch nicht so wirklich. Okay, weil ich denke, also es ist jetzt keiner mehr da von euch. Ihr habt den Traktor geholt. Deswegen denke ich mir, ihr seid bei uns fertig. Oder sehe ich das falsch? Je nachdem, wie die Arbeit sich jetzt dann ausgeht, kommen wir vielleicht auch noch mal wieder. Okay, dann musst du nur Bescheid sagen. Falls was, du das willst. Was heißt das? Je nachdem, wie die Arbeit ist nicht sicher. Ja, ich bin jetzt gerade noch am, ich bin gerade noch am Silageschaufeln. Okay. Dass die wegkommt. Und Marc räumt noch die Sonnenblumen aus und danach muss einer anfangen säen, dass die Sämaschine wieder frei ist, falls sie jemand anders braucht. Ihr habt ja zwei Sämaschinen, glaube ich, oder? Eine kleine und eine große, ja. Die große ist schon geil, ne? Ja, ist sie. Die ist total geil. Mega. Habt ihr, mit was betreibt ihr denn? Mit dem Unimog? Nein. Wir haben keinen Unimog. Oder mit dem JCB? Mit dem Deutz. Also theoretisch packen sie beide, aber der Deutz packt sie besser. Okay, ich habe gedacht, die ist so groß, die braucht ein bisschen mehr PS. Nee, mit knapp 200 kann man die betreiben. Ah, das geht ja voll. Okay. Ja, sag Bescheid. Also Arbeit haben wir immer. Einfach kurz melden, dann können wir was ausmachen. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das hier... Marc wird wahrscheinlich nicht mehr wickeln gehen. Hat er keinen Bock mehr? Nee, hab ich nicht. Ich verstehe das aber auch. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Mähen? Seid ihr da durch? Zufällig? Wo? Mit euren Sachen? Außerdem ist der Maschierer gerade am Wickeln, brauche ich das nicht machen. Mit Mähen sind wir fertig bei uns, ja? Weil ich hätte dann noch so ein kleines Stückchen am Hof. Was man mähen könnte. Mähen. Ja, willst du dir das ausleihen oder sollen wir das mähen? Ich glaube, ausleihen ist schwierig, weil ich es wahrscheinlich nicht bleiben kann. Also wir können es gerne mähen, aber wir müssen erstmal schauen, dass wir unsere Sachen wegbekommen jetzt. Ja, wie gesagt, wenn wir nachher nochmal... Der Ball rüberkommt, mit Silage. Dann kannst du ja nochmal kurz mähen gehen oder so, irgendwie so. Ja, das gucken bringen wir irgendwie hin, auf alle Fälle. Wenn das nicht so viel ist, dann fahren wir 3-4 Mal hin und her, dann war es das schon wahrscheinlich. Aber das ist bloß die kleine Wiese bei uns am Hof. Okay. Gibt, 3 Bahnen oder so. Ja, ich guck mal, dass ich irgendwo reinpresse noch. Aber ja, mach mal, auf alle Fälle. Kriegen wir gut, irgendwie hin. Dann bis später. Jo, tschüss. Dicken Ballenwagen voll mit Silageballen, ey. Logisch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist der Hof. Nicht Ballen pressen, sondern Ballen wickeln. Schreiben wir einfach mal 25 auf. Jo. So, was wollte ich jetzt? Achso, Sämaschine. Zack. Kannst den Deutsch mal ein bisschen fordern. Jo, ist der frei? Ja, ist er. Der Deutsch steht am Hof, ja. Ja, ich hab... Beziehungsweise er tauchte gerade nicht auf. Fällt irgendwas. Aber das bräuchte Kalk. Willst du vielleicht Form säen, einmal dünn? Kann ich machen. Dass man dann mit... Theoretisch mit dem Säen die zweite Düngestufe. Nee, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht? Nein, das funktioniert bei der Maschine nicht, weil die ja auch Dünger hat und dann ist immer noch die erste Düngerstufe. Bist du da ganz sicher? Ja, zu 100%. Ich hab's bei mir auf der Karte, hatte ich's auch mal gemacht und das funktioniert nicht. Er zeigt dann die erste Düngerstufe an. Okay, das habe ich schon öfter gemacht eigentlich. Ja, das bringt nichts. Willst du es kurz testen? Kannst du den JCB mit dem Düngerstreuer hinstellen, mal einfach einen Streifen machen und dann mit der Sämaschine drüber?
Ja. Das würde mich jetzt echt interessieren. Ja, um deine Nerven zu beruhigen, ich mache es. Ja, sorry, aber das würde mich interessieren. Ja, ich fahre schon, bin auf dem Weg. Warte mal, welches Feld? 28, ne? Oder, ach ne, ich gehe hoch. Erst. 27. Ja, ja. 28 ist ja schon bestellt, das wächst ja schon. Ja. Bisschen Dünger ist ja drin in dem Anhänger. Mhm. Warum hast du da nicht Dünger gekauft? Nur mal so gefragt. Warum nicht? Ich finde den Standard besser. Der Standard kostet aber mindestens doppelt so viel. Okay, ist ja gut. Das ist das Hauptproblem an der Sache. So, ich bin gerade so langsam im Schaufeln, das ist ja ekelhaft. So, jetzt habe ich es einmal gedüngt. Jetzt springe ich einmal in den anderen. Bin ich ein Tracker? Wo ist er denn? Nein. Ach, ich muss da rein. Lach nicht! Ist tot ernst. Das ist nicht lustig. Was für eine Saat wollen wir denn draufschmeißen? Ist eine gute Frage. Vielleicht Raps oder Sonnenblumen, irgendwas, was kein Stroh gibt, aber Soja. Okay. So, ausklappen. Ups, ausklappen. Warte, ich muss noch einmal wechseln. Saat, Weizen, Gerste, Hafer, Raps. Und absenken. Und los geht's. Mach mal F1-Menü an und guck der Fahrgastentschaltung. Müsste mit Komma, glaube ich, ein- und ausgehen. Ne, zeigt er mir gar nicht an. Du musst ganz hinten auf dem Saatbalken sein. Dann müsste das eigentlich anzeigen. Zählmaschine, Fahrgastenschaltung ein. Steht's jetzt? Ja, genau, dann ist er aus. Okay, alles klar. So, jetzt guck auf die Karte. Ich bin gerade am Fahren. Es reicht mir, wenn du es mir berichtest. Alles klar. Nein, keine zweite Düngestufe. Das ist ja mega nervig. Hab ich dir gesagt. Das würde jetzt zum Beispiel gehen, wenn du düngst, dann machst du, was weiß ich, schmeiß Kalk drauf. Dann tust du. Dann geht's. Okay. Ja. Also jetzt weißt du, was du tun hast. Düngen, Kalk drauf und dann ab geht's. Träum weiter. Ich seh jetzt an. Ja, mach das. Alles gut. Denkst dann dran an das kleine Fleckle bei Ron und Simon unten, ne? Ja, ich denk dran. I thinking. Alter. Dieser LKW-Zug, der ist viel zu groß für diese Karte. Das ist ja abartig. Mit diesen engen Scheißdingern mit den Zäunen überall. Jo. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So, mit großen Maschinen kannst du hier echt nicht arbeiten. Absolut nicht. Uwe bremst mich aus. Was? Er stellt sich auf die Straße und hält an. Hau nun. Hey, haben die ihr Zeug mit dem Mähwerk gemäht? Ach, das ist eine Wiese. Stimmt ja, da war was. Box und Uwe haben sich jetzt eine eigene Presse gekauft, ne? Hast du mitgekriegt? Ist schon wieder nicht da. Bitte was? Box und Uwe haben sich jetzt eine eigene Presse gekauft. Ah ja. Okay. Was
Hab ich gar nicht drauf geachtet. Kam schon Ende? Nee, ne? Nee, ich hab nichts gesehen. Okay. Ich bin jetzt gerade so vertieft hier. Ich achte jetzt nicht so auf den Chat. Ich sehe es meistens so im Augenwinkel, wenn es aufploppt. Ja. Aber ich finde der Deutsche hat auch einen geilen Sound. Da gab es noch ein Sound-Update davon, habe ich neulich gesehen. Ach, guck mal jetzt. Jetzt Ende. Wunderbar, ihr Lieben. Ja, das war's für die Mittwochsfolge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Tschüss.